Moin Leute, und heute zeige ich euch einen K2K-Merch. Das bedeutet, ihr braucht in diesem Glitch keinen RC Bandito. Und das Beste, dieser Glitch ist sogar Solo. Das bedeutet, ihr braucht keinen Freund. Aber Leute, bevor wir mit dem Glitch anfangen, sage ich euch jetzt ganz ehrlich, dieser Glitch ist wirklich sehr, sehr aufwendig, beziehungsweise auch leicht schwer. Deswegen, wenn ihr einen RC Bandito habt, macht den Glitch mit dem RC Bandito. Der ist deutlich einfacher und geht auch so gesehen ein bisschen schneller. Link im Video ist natürlich in der Videobeschreibung. Also ich würde sagen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch eine Arena-Werkstatt, natürlich inklusive Werkstatt und allem drum und dran. Ihr braucht einen Partybus. Den Partybus kriegt ihr über den GIF Cast to Friends in eure Garage rein. Link zu diesem Video ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ihr braucht natürlich einen Faccio-Roller. Ihr braucht natürlich ein Auto, was die ganzen Tuning-Teile besitzt, sprich das Geberauto, was ihr später auf einem anderen Auto haben möchtet. Und ihr braucht natürlich auch das Auto, worauf die Tuning-Teile haben möchtet. Außerdem braucht ihr auch noch den X80 Proto. Leute, das ist leider Pflicht, da führt kein Weg vorbei. Und ihr braucht einen Outfit-Glitch. Was heißt Outfit-Glitch? Ihr müsst unendlich viele Lufttanks generieren können. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig durchzuprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Als erstes fahrt ihr mal zum Klamottengeschäft, denn wir brauchen natürlich eine Taucherausrüstung. Ihr geht jetzt einfach zur Frau und sucht euch eine Taucher-Outfit aus. Und vor allem, ganz wichtig Leute, ihr müsst es auch in euren Outfits abspeichern. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr beim Kaufen das dann auch direkt abspeichert. Habt ihr das soweit erledigt, fahrt jetzt zum Wasser. Seid ihr in der Nähe vom Wasser, registriert ihr euch jetzt als CEO. Seid ihr jetzt als CEO bzw. VIP registriert, geht ihr jetzt ins Wasser. Während ihr ins Wasser reingeht, öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht auf Stil und wählt euer Taucheroutfit aus. Und jetzt, Leute, kommt es ein kleines bisschen auf Timing an. Ihr müsst, während ihr jetzt ins Wasser reingeht, kurz bevor ihr wirklich schwimmt und tauchen kann und sonst irgendwas, müsst ihr das Outfit euch nochmal neu anziehen. Habt ihr das erledigt, geht jetzt wieder ins Interaktionsmenü, geht dann auf Verwaltung, geht auf Stil und jetzt könnt ihr rausschwimmen. Und während ihr nach draußen schwimmt, könnt ihr kurz euren Stil ändern. Und wenn es wieder euren Stil auf kein Stil ändert, werdet ihr sehen, dass ihr am Land kurz eine Taucherflasche anhat. Und diese Taucherflasche zieht er sich jetzt aus. Und das macht er jetzt jedes Mal, wenn ihr euch einen Stil von Security Surf anzieht und wieder auszieht. Dadurch produziert ihr unendlich viele Lufttanks. Gut, das ist schon mal Schritt Nummer 1 für diesen Glitch. So, jetzt fahrt ihr zur Arena-Werkstatt, wo natürlich in der Arena-Werkstatt einmal der Partybus steht, der Faccio, einmal natürlich das Auto mit den ganzen Tuning-Teilen, was ihr später auf das andere Auto haben möchtet, und natürlich auch das andere Auto. Und natürlich der X80 Proto. Aber Leute, hierbei ist natürlich zu erwähnen, wenn ihr diesen Glitch macht, dass ihr ab einem gewissen Punkt und so gesehen unendlich viele Autos merchen könnt. Das bedeutet, die machen gerade jetzt die Vorbereitung für diesen Glitch. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, könnt ihr mehrere Autos hintereinander merchen. Und das ohne Probleme. Aber Leute, die Vorbereitung für diesen Glitch ist schon echt schwer. Deswegen passt gut auf. Als erstes muss euer Faccio und euer Partybus auf Stellplatz 2 bzw. Nummer 3 stehen. Stehen die beiden Fahrzeuge dort, müsst ihr miteinander switchen. Und zwar so lange, bis der Faccio-Roller sich aus seinem Stellplatz rausbackt. Was heißt aus seinem Stellplatz rausbackt? Er darf nicht mehr an dieser gestrichelten gelben Markierung stehen. Leute, das kann wirklich ein bisschen dauern. Ich habe dazu, ich will es eigentlich gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat, aber es hat ein bisschen gedauert. Habt ihr es geschafft, euren Faccio-Roller aus dem Stellplatz rauszubacken, geht ihr zum Faccio-Roller hin, öffnet das Interaktionsmenü, geht ihr auf CEO Security Surf, geht auf Stil und zieht euch wieder einen Stil an und zieht ihn dann wieder aus, sodass ihr wieder unendlich viele Lufttanks generiert. Damit könnt ihr euch den Faccio-Roller bewegen und ihn bewegt Richtung Tuning-Garage. Und Leute, hier zeige ich nochmal, warum es so wichtig ist, dass ihr den Faccio-Roller wirklich aus dem Stellplatz rausbackt. Denn wie ihr hier seht, ich versuche den Faccio-Roller jetzt einfach mal so aus dem Stellplatz rauszutun und er despawnt einfach, wenn er zu weit vom Stellplatz weg ist, wieder auf den Stellplatz drauf. Deswegen, ihr müsst es tatsächlich mit dem Partybus versuchen, vom Stellplatz wirklich rauszubacken. Deswegen machen wir diese Scheiße auch. Macht ihr das Ganze jetzt mit diesem Lufttank-Glitch, das ein Faccio-Roller Richtung Tuning-Garage bewegt. Das dauert tatsächlich auch wirklich eine ganze Weile. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr es dann soweit geschafft, ist es ganz, ganz wichtig, dass er nicht in der Tuning-Garage steht, sondern ungefähr hier wie bei mir. Warum machen wir das Ganze? Der steht jetzt genau in der Fahrbahn, wenn ihr mit dem Fahrzeug jetzt in die Tuning-Garage reinfahren möchtet. Und das ist unser Ziel. Denn wir fahren jetzt gleich mit dem Auto rein und währenddessen soll der Faccio-Roller mit in die Tuning-Garage reingezogen werden.
beziehungsweise soll halt einfach umgefahren werden und mitgeschleift werden. Wie machen wir das Ganze jetzt? Wir gehen jetzt einfach zum Auto, was die ganzen Tuning-Teile besitzt. In meinem Fall wäre es theoretisch jetzt der Dubster 6x6 gewesen, aber er ist irgendwie gerade nicht pestlich, deswegen nehmen wir einfach den LG, der hat nämlich genau die gleichen Tuning-Teile. Gut, wir steigen ein und drücken jetzt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage reinzufahren. Und ihr seht schon in der Anfahranimation, dass wir den Quatschi-Roller umfahren bzw. auch mitschleifen. Sind wir in die Tuning-Garage angekommen, drücken wir Kreis und gehen auf Fahrzeug verlassen und gehen zu unserem Quatschi. Wenn jetzt alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt zwei Optionen haben mit dem Quatschi. Einmal, dass ihr in die Tuning-Garage reinfahren möchtet und einmal, dass ihr zurück in die Garage fahren möchtet. Wir drücken jetzt die linke Pfeiltaste, um wieder zurück in die Garage zu fahren. Habt ihr das erledigt, steigt ihr aus und geht wieder zum Auto, was aktuell in der Tuning-Garage steht. Seid ihr im Auto angekommen, steigt ihr ein und drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um ins Tuning-Menü zu kommen. Seid ihr im Tuning-Menü drinne, steigt ihr aus. Und jetzt, Leute, steigt jetzt einfach wieder ein und drückt die linke Pfeiltaste, um das Fahrzeug wieder zurück in die Garage zu fahren. Aber Leute, auch wenn es so aussieht, als würde das Auto jetzt wieder zurück in die Garage fahren, tut's aber nicht. So gesehen leeren wir gerade unseren Stellplatz in der Tuning-Garage, aber das Auto bleibt trotzdem da stehen. So, habt ihr das gemacht, werdet ihr merken, das Auto steht immer noch in der Tuning-Garage, obwohl ihr eigentlich gedrückt habt, zurück in die Garage. Als nächstes müssen wir das Auto, was jetzt in der Tuning-Garage noch steht, obwohl es für GTA nicht mal da steht, müssen wir irgendwie zur Seite schieben, denn es steht uns im Weg. In meinem Fall nehme ich einfach den LKW von Arena War, aber ihr könnt auch jedes andere Auto nehmen, Hauptsache es hat genug Masse, um das Auto wegzuschieben. Es kann auch ein paar Versuche dauern, bis das Auto auch wirklich weggeschoben bekommt. In meinem Fall hat es tatsächlich auf First Try geklappt, dass das Auto einfach zur Seite geschoben wurde. Auf jeden Fall wurde das Auto zur Seite geschoben, könnt ihr das RAM-Auto einfach wieder zurück in die Garage stellen. Und jetzt, Leute, steigt ihr in euren X80 Proto ein und drückt natürlich wieder rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Garage drinne, drückt den Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Ihr werdet schon merken, dass die Tür einfach abfällt, wegen sehr guter Qualität. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt mit der Tür zum Mechaniker und den Mechaniker zum Auto bringen. Das ist tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen tricky, Leute. Das dauert jetzt auch wieder eine gewisse Zeit, bis ihr es hinbekommen habt. Aber Leute, wenn ihr generell Übungen in diesem Glitch bekommt, geht das Ganze auch deutlich schneller. Ganz nach Motto, Übung macht den Meister. Versucht jetzt mit der kaputten Tür den Mechaniker aufzuscheppen und dann zu eurem Fahrzeug zu bringen. Und Leute, ganz wichtig, euer Mechaniker muss auf der Beifahrerseite am Hinterreifen ganz, ganz dicht dran stehen, denn der X80 Proto ist breiter als die meisten Fahrzeuge in GTA Online. Das bedeutet, da muss wirklich ganz exakt dran stehen, so nah wie möglich, und zwar am Hinterreifen. Habt ihr das soweit erledigt, steigt ihr wieder in den X80 Proto ein und fahrt damit wieder zurück in die Garage. Und Leute, ab diesem Zeitpunkt haben wir die Vorbereitung für diesen Glitch endlich geschafft. Das bedeutet, wenn ihr ein Auto fertig gemercht habt, könnt ihr ab diesem Schritt, der jetzt kommt, direkt das nächste Fahrzeug merchen. Und so weiter und so fort. Das geht so lange, wie ihr die Arena-Werkstatt natürlich nicht verlässt. Sobald ihr die Arena-Werkstatt verlässt, ist der Glitch natürlich zu Ende. Und jetzt, Leute, können wir jetzt in ein Fahrzeug einsteigen, was die Tuning-Teile bekommen soll. In meinem Fall ist es jetzt hier ein alter Klassiker, ein schöner Ferrari. Den hätte ich gerne gemercht. Seid ihr mit dem Auto in der Tuning-Garage angelangt, drückt ihr Kreis und steigt wieder aus dem Auto aus. Jetzt steigt ihr ins Fahrzeug ein, was die Tuning-Teile besitzt. In meinem Fall ist es der LG und drückt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Seid ihr im Menü drinne, beziehungsweise bei mir ist nur das Menü, ob ich das Fahrzeug überhaupt reparieren möchte, könnt ihr jetzt wieder Kreis drücken und das Fahrzeug verlassen. Habt ihr das gemacht, geht jetzt einfach zur Ecke, wo vorher der Mechaniker stand und ruft jetzt Simon oder Gerald an, um einen Job anzufordern. Habt ihr einen Job von Simon oder Gerald bekommen, gehen wir jetzt zur Beifahrerseite von unserem Auto, was wir merchen möchten, und drücken Dreieck. Während unser Charakter jetzt dahin geht, öffnen wir ganz schnell das Handy, gehen auf Jobliste, gehen auf den Job, den wir gerade bekommen haben von Simon oder Gerald, halten jetzt die Optionstaste gedrückt, lassen die Optionstaste wieder los und drücken direkt danach X, sodass wir praktisch unsere Karte öffnen möchten, aber auch gleichzeitig einen Job annehmen möchten. Wenn das soweit funktioniert, hört ihr das auch in GTA, indem ihr das Optionsmenü öffnet und gleichzeitig auch noch hört, dass ihr auf dem Handy was gedrückt habt. Seid ihr jetzt im Optionsmenü angekommen, spammt ihr jetzt die linke Pfeiltaste durch. Ganz wichtig, Leute, ihr müsst die linke Pfeiltaste durchspammen. Ihr seht auch dadurch, was euer Charakter gerade macht. Euer Charakter bleibt jetzt am Mechaniker hängen. Und das ist gewollt. Denn euer Charakter wird sich jetzt gleich ins Auto teleportieren. Und sobald sich euer Charakter ins Auto teleportiert, müsst ihr sofort Kreis spammen. Währenddessen ihr natürlich durchgehend auch noch die linke Pfeiltaste spammt. In meinem Fall hat es leider nicht funktioniert. Ich werde jetzt gerade in den Job reingezogen. Ihr geht jetzt einfach auf den Job wieder raus.
und versucht es direkt nochmal. Und Leute, ihr müsst auch jedes Mal nach dem Fehlversuch wieder in eure Gepa-Auto einsteigen, in meinem Fall ist es der LG, und drückt die rechte Pfeiltaste, um ins Tuning-Menü reinzukommen, drückt wieder Kreis, geht auf Fahrzeug verlassen und versucht es direkt nochmal. Ihr müsst das wirklich jedes Mal machen nach dem Fehlversuch. Und Leute, ich zeige euch jetzt den Versuch, der bei mir funktioniert hat. So, ich gehe jetzt wieder zum Mechaniker, öffne mein Handy, gehe auf Jobliste, gehe auf den Job von Simeon, halte die Optionstaste gedrückt, lasse die Optionstaste los, drücke X direkt danach, spamme jetzt die linke Pfeiltaste, gucke jetzt, was mein Charakter macht. So, und jetzt spamme ich Kreis und boom! Ihr seht's gerade, mein Auto ist gemerged. Ich werde jetzt wieder einen Job reingezogen, aber das ist ja normal. Und zwar, Leute, werdet ihr ja kurz im Auto sein. Während ihr im Auto seid, müsst ihr Kreis drücken. Und dadurch, dass ihr die linke Pfeiltaste durchgehend gespammt habt, drückt ihr die Option wieder zurück in die Garage fahren. Und dadurch erhält euer Auto die Tuning-Teile von eurem Geber-Auto. Und Leute, wenn es bei euch jetzt nicht First Try, Second Try oder sonst irgendwas funktioniert, gebt nicht die Hoffnung auf, dieser Glitch funktioniert und ist halt leider mit viel Timing verbunden. Deswegen, Leute, die es halt öfters machen, kriegen es halt schneller hin. Leute, die es zum ersten Mal machen, die werden halt ein bisschen brauchen. Aber Leute, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt in die Kommentare und ich kann euch gerne noch ein paar Tipps geben. Seid ihr wieder aus dem Job rausgegangen, steigt ins Auto ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um die Tuning-Garage reinzufahren. Denn wir müssen jetzt noch irgendwas ändern, um das Auto abzuspeichern. In meinem Fall tue ich jetzt einfach ein schickes Design drauf, aber ihr könnt auch die Bremsen ändern oder Fensterscheiben oder sonst irgendwas. Hauptsache ihr ändert irgendwas. Dadurch, dass ihr nämlich was ändert, wird das Auto komplett gespeichert und danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Und so einfach. Gut, einfach kann man jetzt nicht sagen, aber das war's eigentlich auch schon mit dem Glitch. Und ihr könnt jetzt einfach direkt das nächste Auto weiter mergen, indem ihr einfach wieder das Auto zurück in die Garage stellt, euch das nächste Auto nimmt und den Glitch wieder von vorne macht, wie es auch gerade hier im Hintergrund sieht. Ich weiß, Leute, der Glitch ist schon sehr kompliziert. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt wirklich in die Kommentare. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben würdet. Ich bin raus, Leute, euer Wombat. Ciao.